Hallo ihr Lieben, wie ihr euch vielleicht erinnern könnt, vielleicht auch nicht, war ich im Juni in Irland und durfte zwei Autorinnen interviewen, Sarah und Ima. Und das Interview müsste jetzt entweder schon online sein oder kommt in den nächsten paar Tagen. Aber ich habe mir noch etwas überlegt mit den beiden. Und zwar kommen in diesem Buch hier, das sie geschrieben haben, OMG, diese Aisling, jetzt habe ich den einen Namen schon ausgesprochen, egal, kommen super viele irische Namen drin vor. Und die Namen sind etwas kompliziert auszusprechen. Und ich weiß, dass das einigen beim Lesen schon so ging, gerade wenn man es so im Kopf liest, kennt man die Namen ja oft nicht so. Ich glaube, als Kind konnte ich auch Dumbledore nie sagen. Oder bei der Namen des Windes lese ich immer noch Quote statt Quoth, obwohl ich weiß, wie es ausgesprochen wird. Aber genau aus diesem Grund habe ich mir überlegt, machen wir eine kleine Aussprache-Challenge. Und ich habe mir ein paar Blogger und YouTuber aus der Bücherwelt hier gesucht und habe sie die Namen aussprechen lassen. Und dann habe ich Sarah und Ima das Ganze korrekt aussprechen lassen. Und das folgt jetzt und fühlt euch frei, mitzusprechen und die Namen zu üben. Und für eure nächste Irlandreise seid ihr dann definitiv vorbereitet. Um was es in dem Buch geht, habe ich nämlich Video schon mal erzählt, das verlinke ich euch unten. Heute soll es mir um die Namen geben und bevor das jetzt zu lang wird, das Intro, legen wir direkt mal los. Das würde ich jetzt einmal Sayuriers aussprechen, aber ist wahrscheinlich komplett falsch. Saoirse. Saive. Aimea. Emer. Sinead? Sinead. Roisin. Roisin. Zu dem Namen würde ich jetzt einfach mal Deirdre sagen. Deirdre. Und Fion. Fion. Und das letzte Wort ist Fionuala. Finula. Merit? Merade. Niam? Oder, ja, Niam ist irgendwie der erste, der mir einfällt. Niamh. Beim letzten hast du mir echt gekriegt, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich das aussprechen soll. Boah, das Eoin, das ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Eoin ausgesprochen wird. Vielleicht ist das ein stummes O, ich habe keine Ahnung, stummes O. Ein O Silchabein, ich krieg's nicht hin. Ein O Silchabein. Ein O Silchabein? Ich weiß es echt nicht. Und noch ein Versuch. Ein O Silchabein. Ich weiß es nicht. Ein O Silchabein. Ein O Silchabein. Aisling? Aisling? Oder Aisling? Oder Aisling? Ich würde Aisling sagen. Aisling. Den Namen würde ich persönlich Aisling aussprechen, aber ob das stimmt? Aisling. Aisling.